Hallo liebe YouTube-Gemeinde. Da der erste Teil vom Video bei den Zuschauern gut angekommen ist und noch genug Aufnahmen übrig waren, möchte ich noch einen zweiten Teil vom Zugbetrieb auf der Anlage Güsten zeigen. Der Kiesschacht Güsten sorgt im Sommer für etwas Abkühlung und ist bei den kleinen Preiserleien sehr beliebt. Der Badesee ist ohne Bezug auf das Original entstanden und sorgt für etwas Abwechslung auf der Anlage. Auf der Anlage sind 20 verschiedene Zuggarnituren im Einsatz. Davon sind mehrere gemischte Güterzüge unterwegs, deren Warenreihung und Beladung öfters gewechselt werden. Der Kalizug nach Wismar kam von Thüringen und fuhr von Blankenheim über die Kanonenbahn bis Güsten, wo er auf die Magdeburger Strecke wechselte und über Stendal und Wittenberge nach Wismar weiterfuhr. Die Rübelandbahn E-Loks der Baureihe 251 wurden von Blankenburg mit Dieselloks zum RAW Dessau zu den Hauptuntersuchungen geschleppt. Wegen Vegetationsarbeiten am Anlagenrand, wo ich im Anlagenbetrieb nicht hinkomme, mussten Teile der Anlage im Februar 2022 zerlegt werden. So sind ganz neue Kameraperspektiven möglich geworden. So kann man die Kanonenbahn und das LBG-Gelände auch mal von der anderen Seite betrachten. Die 119 vom BW Halberstadt kamen nicht sehr oft nach Güsten. So waren sie eher seltene Gäste im Güterbahnhof. Zum Altern der 20 Wagen des Zementzuges habe ich ein paar Stunden gebraucht, aber die Arbeit hat sich gelohnt. Die Weichenverbindungen und Wartegleise des Güterbahnhofes in Richtung Aschersleben und Sandersleben sind auf dem Klappteil der Anlage entstanden.
Die Kalkzüge von Blankenburg zu den Buhnerwerken nach Halle war für die Carbidherstellung nötig. Carbid war ein wichtiger Grundstoff der chemischen Industrie in der DDR. Deshalb waren in den 60er Jahren für die Elektrifizierung der Rügelandbahn große Anstrengungen unternommen worden. Der Mittelturm stand unter Denkmalschutz und sollte als technisches Denkmal eigentlich erhalten bleiben. Er wurde als letztes Stellwerk im Güterbahnhof Güsten abgerissen und von mir originalgetreu wieder im Hanoi-Maßstab neu errichtet. Da Kohle eines der häufigsten Transportgute der Reichsbahn war, verkehren auf der Anlage Güsten drei verschiedene Kohlegangzüge. Alle Personen- und Eilzüge wurden gealtert und mit Fahrgästen versehen. Da im BW-Gelände noch eine defekte 110 herumstand, wurde der Antrieb entfernt und sie läuft am Zugende als Wagen mit. Thank you.
Der Bahnhof Güsten hatte eine Seite für die Kanonenbahn. Sie verkehrte von Blankenheim über Güsten, Kalbe West, Barwi, Güterglück nach Wiesenburg. Heute ist die Kanonenbahn ein gleisloser Torso. Nichts deutet mehr auf eine wichtige Güterstrecke zu Reichsbahnzeiten hin. Anfangs nur mit 5 Gleisen versehen, wurde der Güterbahnhof ständig erweitert. Heute hat er 12 Gleise, von denen 2 für die Streckengleise benötigt werden. So können auf den Gleisen bis zu 10 Personengüterzüge abgestellt werden.
Vor 19 Jahren war nur der Lokschuppen geplant. Später kamen Axing und Teile des Güterbahnhofes dazu. Mit den ersten vier Anlagenteilen hatte ich auch in Wernburg, Staßfurt und Rheine ausgestellt. Als 2009 der lang ersehnte Hobbyraum Gestalt annahm, konnte der Bau der Heimanlage endlich richtig losgehen. Aus Platzgründen konnte ich leider nur die Bernburger und Magdeburger Seite vom Personenbahnhof mit den Bahnsteigen 3 bis 7 nachbauen. Das Bahnhofsgebäude ist originalgetreu nach Zeichnungen und Fotos nachgebaut worden. Heute sind die Dächer eingefallen und der Bahnhof ist reif für die Abrissbirne. Da ich aus Platzgründen einen Weichenantrieb auf der Anlage anbringen musste, ist das linke Gebäude zur Tarnung des Weichenantriebes aufgestellt worden. Thank you.
Da ich mit meinen Kollegen vom Bahnbetriebswerk Güsten nach Feierabend oft noch auf ein Bier und Bauernfrühstück in die Bahnhofsmetropa eingekehrt bin, war eine Inneneinrichtung der Bahnhofsmetropa für mich selbstverständlich. Hier steht mein eigener Tisch, wo ich mit meinen Kollegen mit einem frisch gezapften Bier auf den Feierabend anstoße. Thank you.